dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Sie träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Sie schnitt in seiner Rinde so manches liebe Wort. Es so Ich bin Nikolai Schubin, Sänger, Solist des Nora-Ensembles. Ich werde Ihnen etwas über das Nora-Ensemble erzählen. In meinem Leben nimmt unser Kollektiv einen besonderen Platz ein. Hier bekomme ich die große Schule der Armeekunst. An der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar studierte ich und kam von dort zum Ensemble. Unser Ensemble wurde in 1952 gegründet. Es war ein kleines Kollektiv mit drei Gruppen Chor, Tanzgruppe, drei Harmoniker, nur Männer. Mit der Zeit wurde das Ensemble immer schöpferischer und verstärkte seinen Bestand. Heute ist es ein stabiles, künstlerisches Kollektiv, das immer bereit ist, seine Aufgaben bei der Propagandierung der sowjetischen Kunst und der Festigung der Freundschaft zwischen dem sowjetischen Volk und dem Volk der DDR zu erfüllen. Das ist der künstlerische Leiter und Chef des Ensembles, Gardemajor Lev Pelevtsov. Er erläutert unsere Aufgaben. Нашему концертному ансамблю исполнилось 33 Jahre besteht unser Ensemble. In all diesen Jahren vertiefte es mit Liedern und Tänzen die Freundschaft zwischen dem Sowjetvolk und dem Volk der DDR. Zahlreiche Auftritte vor Werktätigen der DDR, Veteranen der Partei und der Arbeit, Angehörigen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, vor Angehörigen der Garnison der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland fanden statt. Die Hauptaufgabe des Ensembles besteht in der Propagierung militärischer Musik, klassischer Musikwerke, Volkslieder unserer Völker und moderner Musik. И вторая задача, которую решает коллектив ансамбля, это укрепление дружбы между нашими народами, Союзом Советских Социалистических Республик и Германской Демократической Республикой. Und deine Weg, Nina. Seit meiner Kindheit interessiert mich das Ballett. Ich studierte an der Choreografischen Schule der Stadt Saratow. Danach habe ich am Akademischen Theater für Choreografie und Ballett als Tänzerin gearbeitet. Heute bin ich hier im Nora-Ensemble, mit dem wir unsere sowjetische Kunst den Werktätigen und Soldaten in der DDR vorstellen. Oh,
Wenn Ihnen diese Probenausschnitte gefallen haben, dann besuchen Sie eine unserer nächsten Vorstellungen. Auf Wiedersehen, das Wiedersehen.